Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Silbertrophäe Zeremorphose in Baldur's Gate 3 freischalten kannst. Und hierfür musst du zum Gedankenschinder werden, das Nessahirn besiegen und anschließend das höchste Opfer erbringen. Und bevor es jetzt weitergeht, noch die kurze Info für dich, dass dieses Video einige Spoiler zum Ende der Story beinhaltet. Und nachdem du das jetzt weißt, geht es jetzt auch direkt mit dem Trophy Guide weiter. Letzten Endes haben all deine Entscheidungen überhaupt keinen Einfluss auf die Freischaltung der Trophäe, bis zu der Cutscene, wo der Imperator auftaucht, um dich vor dem Nessahirn zu retten. Und das schaut dann folgendermaßen aus. This is not over. Nachdem du an der jetzt zu sehenden Stelle innerhalb der Astralebene angekommen bist, wählst du hier dann einfach dieselben Dialogoptionen wie ich im Video aus. Nachdem du zum Gedankenschinder geworden bist, zockst du jetzt erstmal so lange weiter, bis du das Nessahirn bzw. die Absolute besiegt hast. Und hier ist es jetzt wichtig zu wissen, dass du direkt nach dem Kampf die jetzt zu sehende Dialogoption auswählst. Danach folgen dann nochmal ein paar weitere Cutscenes, bis du dann letzten Endes die jetzt zu sehenden Antwortmöglichkeiten zur Auswahl hast. Hier wählst du dann ein letztes Mal dieselbe Antwort wie ich im Video aus und dadurch schaltest du dann auch letzten Endes die Silbertrophäe frei. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt kannst du den Platin Guide zu Baldur's Gate 3 unten rechts im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!